Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wir dümpeln hier einsam über das Meer, beziehungsweise noch nicht wirklich, wir sind ja gerade erst vom Ufer weg. Denn wir sind auf der Suche nach einem bestimmten Biom. Und zwar ist es ein Biom, das diesen wunderschönen Laubboden hat. Das sieht so komisch aus. Was ist denn da verbaut? Ist das hier... Das sieht ja lustig aus. Ach, normaler Cleanstone ist da dazwischen drin. Mich schon gewundert, das sah so seltsam aus. So viele verschiedene Sachen. Lehm, Sand, Kies und dann eben auch Cleanstone. Ja, nee, also wie gesagt, ich suche dieses Biom, dieses Waldbiom, wo man diesen tollen Laubboden hat, weil ich unter anderem eben auch Mossy Cobblestone sammeln will. Dieser Moosstein, der mir unheimlich gut gefällt, aber so einen habe ich halt leider kaum mehr, nur noch ein bisschen was. Deswegen werden wir jetzt erstmal schwimmen, 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 schwimmen. Aber hier sehe ich schon, geht's auf ein neues Biom zu. Sehr schön. Gigantic Hills ist leider nicht das, was wir suchen. Aber meinetwegen, dann schwimmen wir erstmal auf Gigantic Hills zu. Beziehungsweise, schau mal, wie weit hat sich die Map denn schon aufgebaut? Scheint wohl das hier auf der Seite zu sein. Schwimmen wir mal da vorbei. Kann man die Map eigentlich irgendwie einstellen? Nee, das Original Nord aus. Na, in welche Richtung schwimmen wir? Wir schwimmen hier jetzt dran vorbei. Ja, genau. Okay, dann passt das schon. Dann schwimmen wir hier schon weiter aufs offene Meer zu. Sehr schön. Ja, da ich ja Fortnite aufnehmen muss und diese und nächste Folge muss ich noch auf Fortnite aufnehmen, kann ich momentan die aktuellsten Fragen nicht reinnehmen, die ihr unter die letzten Parts gepostet habt, weil diese Parts noch nicht veröffentlicht wurden so quasi und ich eure Fragen also noch gar nicht kenne. Denn vermutlich, wenn dieses Video kommt, dürfte ich eigentlich gerade auf der Gamescom sein. Deswegen, ich habe hier noch zwei Fragen vor mir liegen. Diese eine werde ich diese Folge beantworten und die andere in der nächsten Folge. Und zwar ist das die Frage von Kodoti Miep. Hast du einen Lieblings-YouTuber? Ja, klarer Fall. Ich habe einen Lieblings-YouTuber. Und zwar ist mein absoluter Lieblings-YouTuber auf alle Fälle Honeyball. Ich mag ihre Videos total gerne. Das waren so die ersten Videos, die ich überhaupt auf YouTube geschaut habe. Und ich habe es jedes Mal wieder genossen, die Videos von ihr zu gucken und so ist es auch heute noch. Und ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass ich diese Person tatsächlich kennen darf. Und es freut mich unheimlich, dass wenn dieses Video online kommt, ich sie vermutlich schon persönlich getroffen habe. Jetzt noch nicht, wo ich das Video aufnehme, aber bald. Was ist das denn hier? Sind irgendwelche Luftlöcher? Sieht so aus, ne? Dass man das Boot bremsen. So, warte. Absteigen. Nee, Schmann. Wie steigt man ab? Shift. Was ist das denn? Sind das Luftlöcher? Ja. Tatsächlich. Das sind Luftlöcher. Wie cool ist das denn? Braucht kein Mensch, aber okay. Ja. Minecraft. Hast du gut gemacht. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich mag ihre Videos einfach total gerne. Schaue sie einfach liebend gerne. Und deswegen ist es einfach, ich mag den Humor, den sie hat, unheimlich gerne. Ich finde das so schön, mit wie viel Spaß sie in ihre Videos rangeht. Teilweise auch überdreht ist. Und das mag ich total gerne. Habe ich immer sehr, sehr geliebt. Deswegen ist sie definitiv meine absolute Lieblings-YouTuberin. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und ja, mal gucken. Ich habe sie auch immer irgendwie so ein bisschen zum Vorbild gehabt. Ich wollte immer genauso locker flockig sein können, wie sie das ist. Ich das manchmal eben nicht konnte, so locker flockig sein. Haben wir das Boot eingesammelt? Nein. Da unten liegt es. Flump. Okay. So. Ich würde sagen, wir schalten den Shader jetzt mal wieder ein. Nö. Ich wollte nicht rausgehen. Okay, wir gehen wieder rein. Doof. Manchmal. Echt doof.
Entschuldigung, wenn ich manchmal so komische Pausen mache. Ich muss momentan ziemlich viel trinken. Es ist halt bei einem warmen Wetter ist es halt so, dass ich halt auch zwischen den Folgen oder unter den Folgen mal trinken muss. Aber das ist ja alles menschlich. Menschliche Bedürfnisse. Ja, der Wahnsinn. Trinken während der Let's Play-Folge Sauerei. So, jetzt schauen wir mal, wo geht's denn da hin? Können wir hier überhaupt großartig weit laufen? Hier ist auf alle Fälle wieder Wasser. Das scheint ja alles ein bisschen eingeschlossen zu sein. Ja, wenn hier so ziemlich viel Wasser auf einmal ist und ziemlich viel Sonne, dann sieht das Wasser mal so ziemlich flimmerig aus. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Kann schon sein, dass sie das absichtlich so machen, dass sie sagen, ja, das Wasser muss dann flimmern. Weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja, laufen wir einfach mal da weiter. Aufgedeckt habe ich dieses Land noch nicht, aber es sieht mir halt ganz stark danach aus. Ah, wir sollten vielleicht doch noch weiter schwimmen. Es sieht mir nämlich stark danach aus, wie wenn da so schnell jetzt nichts Neues kommt. Oh Gott. Den Shader halt laufen lassen, es sieht halt echt dämlich aus. Ja, wir lassen ihn mal kurz. Vielleicht müssen wir ja eh nicht mehr so weit schwimmen, bis wir endlich mal wieder anständiges Festland haben. Jetzt haben wir den Ozean ja doch schon ziemlich weit bereist mittlerweile. Es sieht schon komisch aus, so, ne? Diesen Geflimmere. Weiß nicht, ob das Absicht ist. So, da kommt schon wieder dieser Schwarzeichenwald auf der linken Seite. Auf der rechten Seite auch. Und vor uns? Wahrscheinlich auch. Schauen wir mal. Bin gespannt. Also auf alle Fälle wieder Pilze dazwischen drin. Naja, Schwarzeichenwald halt, ne? Es wird auch allmählich Nacht. Das heißt, wir sollten sowieso dann demnächst mal anlegen. Und dann das Bettchen aufsuchen. So, ja, es sieht gut aus, wie wenn das Meer hier endlich dann zu Ende wäre. Der löst sich so ein bisschen mit der Wüste ab, ne? Kommt ein bisschen Wüste und dann kommt wieder Schwarzeichenwald. Interessant. Finde ich irgendwie cool. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer tun. Das Boot hier nicht am Ufer zerschellt. Wir haben zwar zwei, aber riskieren müssen wir es auch nicht. So, absteigen. Und mitnehmen. Haben wir es, Münter? Nö. Liegt das? Wo liegt das? Ah, ich hab's noch nicht abgebaut. Jetzt haben wir's. So, okay. Und erstmal essen. Na, ich würde eher Melone essen, damit die aus dem Tal verschwindet. Und später dann erst das Brot. Schon mal die Fackel zücken. Ja, wobei, die brauchen wir noch nicht. Au! Oh, erstmal gegen den Kaktus gerannt. Herzlichen Glückwunsch, das hast du gut gemacht, Julia. Und wir laufen in den Sonnenuntergang. Ist das nicht schön? Es ist ziemlich hell, der Sonnen. Oh Gott, ganz schön warm. Ja, schön, wenn das auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen abgeschwächt wäre, wenn es nicht immer dann so hell wäre. Hier ist ein Sumpf. Ah, dann nehmen wir aber die hier gleich noch mit. Da brauchen wir nämlich noch ein paar. Und die müllen mir jetzt mein Inventar bei aller Liebe nicht so schlimm zu, dass wir da nicht ein paar mitnehmen können. Ich glaube, davon kann man aber nicht so viele mitnehmen, oder? Die stacken, glaube ich, nur bis 8 oder bis 16. Ich glaube, bis 16 stacken die. Können wir ja mal hier hinpacken. Ich glaube, ich meine, wir brauchen eh nicht so viele, aber wenn wir dann ein paar auf Vorrat noch haben, ist es ja auch nicht schlecht. Vielleicht stacken sie aber doch bis zu einem Stack. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir legen uns erst schlafen. Wir legen uns erst schlafen, ist besser so. Denn ich habe schon die erste Spinne gehört. So, schlafen. Oh, ist das nicht ein schönes Bild? Oh, das ist toll. Wir haben uns richtig an die beste Stelle hingelegt, wo wir tatsächlich auch den Sonnenuntergang noch sehen. Sehr, sehr nice. So, okay. Mitnehmen. 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 Ich glaube, man kann doch einen ganzen Stack davon haben. Oder merkt man, dass ich zu viel Guild Wars spiele? Ich habe mir gerade gedacht, 250 Stück. Ja, nee, in Minecraft ist ein Stack tatsächlich 64, Julchen. Also, ne? Nicht immer so viel an Guild Wars denken. Das ist nicht gut. Ich bin ein kleiner Suchti, was das angeht. Eieieiei. Deswegen freue ich mich auch total, dass die auf der Gamescom sind. Ah, ja. So, da vorne kommt Festland. Da haben wir den Sumpf dann auch überwunden. Sehr gut. Dann nehmen wir hier unterwegs eben, wie gesagt, hier noch schön fleißig die Blätter mit. Aber es schaut mir danach aus, wie wenn das Wetter heute nicht so schön werden würde hier. Zumindest sieht es danach aus. Ja, man kann tatsächlich einen kompletten Stack machen. Sehr gut. Ja, es gibt halt manchmal Sachen, die ließen sich halt nicht gut stacken. Konnte man die schon immer auf 64 stacken? Ich weiß das gar nicht. So, noch ein Blatt. Hier noch ein Blatt. Ist runtergefallen. Sauerei. Lauf ein bisschen unter Wasser lang. Ist auch mal ganz witzig.
Yay! Das ist mal ziemlich langsam, ne? Yay! So. Wir müssen ja jetzt kein ganzes Deck mitnehmen, aber... Ja, wobei, komm. Wenn wir schon dabei sind. Dann nehmen wir schon anständig mit. So, das noch. Das noch. Das noch. Okay, und dann hier das noch. So. Zurückschwimmen tue ich jetzt nicht extra dafür, aber... Die nehmen wir hier noch alle mit, die hier sind. Die beiden. Hier vorne sind noch einige, die noch mitgenommen werden wollen. So, und da sind noch welche, die mitgenommen werden wollen. Dann können wir noch zwei mitnehmen. Und dann haben wir einen ganzen Stack. Sehr schön. Wunderbar. Ich sollte vielleicht die Karotten tatsächlich als erstes essen. Mhm. Gut. Und meine Minecraft-Playlist ist zu Ende. Super. Ja, wollte eh nächste Folge in eine andere Playlist reinhauen. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass wir jetzt keine Musik haben. Ah, die ist einfach viel zu klein. So, wir fetzen und fetzen und fetzen. Ich hoffe, dass ich Glück habe und endlich mal so ein Biom finde. Oder wenigstens dafür zwischendurch mal was anderes Schönes. Es wäre schade, wenn wir jetzt 50 Folgen lang durch die Gegend latschen und einfach nichts finden. Das wäre einfach nur schade ohne Ende. Die kleinen Lags zwischendrin, weil halt die ganze Welt hier generiert wird. Das ist halt komplett noch nie generierte Welt. Das heißt, meine Minecraft-Welt wird wieder größer. Yay! So. Ich weiß zwar, ich hatte so ein Biom schon mal. Oder hatte ich genau dieses Biom schon mal? Ich weiß es nicht. Shai hatte mir damals mehrere Waypoints geschickt. Und da bin ich ja ein paar abgelaufen. Aber als ich dann mal meine Welt resettet habe, sind die ja dann natürlich wieder weg gewesen. Zumindest ein Teil davon. Deswegen hilft mir das leider nicht so viel. Beziehungsweise das andere Problem war, dass ich dann irgendwann ja eine neue Minimap hatte und die ganzen Waypoints weg waren und ich sowieso nicht mehr wüsste, wo die dann gewesen wären. Das ist das nächste Problem. Da vorne kommt schon wieder ein Sumpf, seriously. Ja, schauen wir mal, dass wir uns links halten. Ich habe keinen Bock, durch diesen Sumpf zu fetzen da. Nee. Diesen Wasser, da sind wir immer so langsam unterwegs. Ich hätte mir ein Pferd mitnehmen sollen. Das hätte ich ja auch übers Meer schleifen können. Jetzt müssen wir uns da hochbauen. Boah, wirklich. Aber schön ist es hier. Das muss man zugeben. Ich will halt nur nicht durch den Sumpf. Jetzt sind wir mit ein bisschen Springen ein bisschen schneller. Guck mal. Als hätte sich hier schon mal jemand hochgebaut. Traumhaft. Okay, wir müssen durch den Sumpf. Ich sehe schon. Okay. Was ist das denn hier? Okay. Ich glaube, das gehört nicht so. Ich glaube, das ist falsch. Glaube ich. Oh, jetzt habe ich es aus dem Eck rausgenommen, ich Dödel. Müssen wir schon aus der Stelle rausnehmen, wo es unendlich wird. Da noch hin. Dann da noch hin. Hm. Ups. Ist immer so schwierig dann zu sehen. Aber jetzt müsste alles aufgefüllt sein. Sehr gut. Ich glaube... Okay. Sind hier Creeper explodiert oder was ist hier kaputt? Ist ja doof. Muss jetzt hier Perfektionist spielen, muss das jetzt hier reparieren. Sieht ja doof aus so. Irgendwie, finde ich. Oh fuck, falsch weggenommen. Wieder falsch weggenommen. Ja, stimmt, was noch nicht. Ist noch nicht wirklich unendlich. Pack mir hier mal noch hin. Ja, wir müssen hier die Umgebung reparieren, ne? Sieht ja grausam aus. Hat sich das denn einfallen lassen? World Generator, was machst du? Sieht ja doof aus. Nein, ich werde das natürlich jetzt nicht hier bei jedem Loch machen. Keine Sorge. Es wäre noch schöner. Ah, falsch. Da raus. Und, ja. Hier. Hier noch hin. Jetzt habe ich hier, irgendwie habe ich mein Wasser jetzt verloren. Verdammt. Ist das hier schon unendlich hier?
Nee, es will nicht unendlich werden. Warum will das nicht unendlich werden? Weiß es nicht. Hier fehlt noch was. Da will nichts hin. Okay, dann halt nicht. Dieses Wasser will hier sich nicht auffüllen lassen. Meine Güte. Na, ich werde hier nicht jedes Loch reparieren. Aber war ich hier vielleicht sogar schon mal? Sieht mir halt stark nach Übersprenglöchern aus. Ja, oder der World Generator hat wirklich einen Bug gemacht. Das kann halt auch sein. Da ist ja auch schon wieder sowas. Oh mein Gott! Uhr! Da wäre ich jetzt beinahe runtergefallen. Wie episch ist das? Meine Minecraft-Welt hat definitiv ein Problem. Das Wasser fließt nämlich hier an keiner Stelle runter. So, vorsichtig. Ja, das fließt hier an keiner Stelle runter. Oh mein Gott, wie episch das doch ist. Oh, wow. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das als Anlass zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich hier verabschieden. Nächste Folge starten wir hier, machen hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.